zwei junge Frauen und eine Vision. Ich freue mich heute total, denn ich habe die große Ehre, mit zwei Frauen zu sprechen, die ihre ganze Energie hineinsetzen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Die beiden Powerfrauen aus Hamburg berührten bereits Tausende mit ihrem Podcast Beautiful Commitment Bewege etwas und mit ihrer Magazinkolumne. Sie erreichen unzählige Menschen live auf ihren Podcasts und live auf der Bühne. Ihr Thema ist vegane Persönlichkeitsentwicklung und ich denke, das ist heute auch ein sehr, sehr aktuelles Thema und wichtiges Thema. Gemeinsam leben sie ihr Commitment wahrhaftig und bereiten als Beautiful Commitment Mentorinnen Menschen den Weg zu einer Welt voller Mitgefühl, Achtung, Liebe und Respekt, zu einer veganen Lebensweise und zu sich selbst. Beautiful Commitment, das sind Stefanie Klann und Caroline von Schwerin. Herzlich willkommen und herzlichen Dank, dass ihr heute hier seid. Das freut mich total. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, wir freuen uns gerne, auch hier zu sein. Danke für die schöne Anmoderation. Auch gerne. Wir haben uns ja auf einer Weiterbildung kennengelernt und da seid ihr mir auch gleich durch eure ganz besondere Energie aufgefallen. Und ich selbst bin ja seit über 30 Jahren Vegetarierin, also keine Veganerin, und meine Tochter wurde auch vegetarisch erzogen. Das ist sie auch heute noch. Und ich nehme auch gerne Rücksicht auf Tiere und auf die Umwelt. Aber ihr beide seid ja nochmal einen ganzen Schritt weitergegangen. Und ihr habt aus eurer Leidenschaft einen Lebensstil gemacht. Und man merkt, dass ihr zu 100% auch dahinter seid. Da ist eine Mordspower. Woher kommt dieses Engagement? Ja, es ist halt ein sehr, sehr starkes Warum, was wir haben. Wir haben uns sehr intensiv damit beschäftigt, mit dem ganzen Thema, was hinter dem ganzen System steckt, der Fleischindustrie, was hinter unserem Essen und Trinken steckt, was sich so alles in unserem Kühlschrank verbirgt und ja, was alles davor passiert ist, bis es dorthin gelangt ist. Und wenn man da halt einmal eintaucht und wirklich vor Ort ist, wir waren ja auch in den Anlagen drin, wir waren wirklich vor Ort, weil wir gesagt haben, wir möchten das wirklich mit eigenen Augen sehen, wir möchten das sehen, hören, riechen. Das ist eine krasse Nummer, wenn man das einmal so wirklich erfährt. Und aus dieser Erfahrung heraus haben wir natürlich eine ganz klare Entscheidung getroffen. Nicht nur, dass wir sagen, wir verzichten fortan komplett auf tierische Produkte jeglicher Art, sondern halt eben auch, dass wir sagen, es reicht nicht einfach nur, wenn wir damit aufhören, das zu tun, sondern es geht auch darum, dass wir uns aktiv dafür einsetzen, dass alle Menschen im Idealfall ans Umdenken denken. Ja. Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich das aushalten würde, sowas zu sehen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Also bei mir ist das Vegetarische auch durch Mitgefühl mit den Tieren entstanden und auch dieses Ding, dass Tiere eigentlich nur leben dürfen in unserer Kultur, um dann zu sterben, um gegessen zu werden oder verarbeitet zu werden. Und das finde ich einfach auch ziemlich krass. Aber ob ich jetzt in so eine Anlage gehen könnte, ich glaube, ich könnte es nicht. Ja, das ist tatsächlich interessant, weil die meisten Menschen sind ja so gestrickt, dass sie sagen, sie möchten das gar nicht sehen, was da passiert. Sie haben Angst davor, wirklich hinter diese Kulissen zu gucken. Und wir natürlich auch, ja. Also es gibt natürlich auch Momente, wo wir sagen so, boah, also das sind Bilder in unseren Köpfen, die können wir natürlich auch niemals wieder vergessen. Ja. Und das bestärkt einem natürlich im Alltag immer wieder darin, auch diese Dinge immer wieder ja durchzuziehen, sage ich mal, und auch wirklich darüber zu sprechen, weil wir einfach wissen, was da passiert. Und es macht es ja nicht besser, wenn wir nicht hingucken. Es passiert ja trotzdem. Und das ist leider etwas, was in unserer Gesellschaft ja ganz groß ist, dass wir uns von der Industrie leiten lassen in eine gewisse Richtung. Die Werbung, ja, also die ganzen Vorschläge auch von Lebensmittelkonzernen und so weiter, das geht ja alles in diese Richtung, dass diese Lebensmittel, wie sie so schön genannt werden, dass es alles in Ordnung ist. So, und wir werden ja wirklich getäuscht, auch diese Bilder, die da auf den Verpackungen sind, das ist halt alles einfach nicht wahr. Mhm. Und wir haben das halt einfach gesehen und wir haben dahingeschaut. Und das bedarf aber halt auch tatsächlich Mut, und ja, auch einem gewissen Willen, auch wirklich mal zu sagen, ich schaue mir das jetzt mal an, ich gucke mal, was da passiert. Weil wenn man das einmal weiß, ist es wirklich schwer, sich das dann wieder schön zu reden oder zu verdrängen. Ja, ja, das also unserer Erfahrung nach ist es so, dass die Menschen,
Ja, unserer Erfahrung nach ist es so, dass die Menschen tatsächlich weniger Angst vor diesen Bildern haben, die sie dort erwarten, sondern viel mehr vor der Konsequenz, die sie daraus ziehen müssen. Weil wenn du von vornherein sagst, ich will da nicht reingehen, dann weißt du ja eigentlich ganz genau, was dich da drin erwartet. Du Stimmt. kannst aber dann die Tatsachen nicht mehr leugnen. Und wenn du einmal da drin warst, dann hast du Verantwortung. Ja. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du nimmst sie an. Das bedeutet natürlich eine riesengroße Umstellung, erstmal. Oder aber du ignorierst das und schiebst es von dir weg. Und jetzt kommt der Gewissenskonflikt erst so richtig ins Rollen. Und das ist etwas, warum viele Menschen mit Abwehr reagieren, warum viele Menschen sagen, ich will das gar nicht erst sehen, bleib mir damit fern, ich möchte mich nicht damit auseinandersetzen. Weil sie wissen, die Konsequenz wäre, dann auch zu sagen, ich verzichte auf diese Produkte und im Idealfall, ich setze mich sogar noch dafür ein. Weil jeder Mensch, der irgendwo sieht, dass ein Tier zu leiden kommt, also wenn du irgendwo siehst, du bist auf der Straße und da ist irgendwie ein Tier angefahren worden, ja, das ist dir ja nicht egal, sondern dann fühlst du ja etwas. Oder wenn du siehst, dass irgendwo jemand ruppig mit seinem Hund umgeht und du denkst so, oh, eigentlich müsste ich da jetzt mal was sagen, das berührt einen ja. So, und das, was wir mit den Tieren in der Industrie machen, ist nochmal ein ganz anderes Kaliber. Das kann sich ja jeder vorstellen. Und da dann zu sagen, nee, da gucke ich aktiv weg. Das können wir eigentlich gar nicht mit uns vereinbaren, weil der Mensch an sich Gewalt ablehnt. Und Ja. das, was dort praktiziert wird, ist Gewalt. Wir können ja nachher noch mal darauf eingehen, auf diese, auch auf diese Entwicklung, die passiert, wenn man sich dem veganen Leben so nähern möchte. Ja. Meine Frage wäre jetzt auch, ihr seid ja auch Aktivistinnen geworden. Und ich finde, das zeigt ja auch die Dynamik, die ihr da mitbringt und auch das Engagement und so weiter. Und jetzt wird mir auch ein bisschen klar, wie euer Weg dahin möglicherweise gewesen ist. Also, wie ist das bei euch denn gewesen? Wie seid ihr Aktivisten geworden? Und ich stelle mir das Leben auch als Aktivist so immer auf der Straße und in diesen verschiedenen Engagements und unterwegs zu sein, stelle ich mir ja auch sehr, sehr unruhig vor und auch vielleicht ein bisschen anstrengend, aber das ist ja auch ein Teil eures Lebensstils. Ja. Ja, also natürlich, Steffi und ich haben da eine sehr persönliche, jeder von uns eine andere Geschichte. Und natürlich hat keine von uns das jemals geplant, ja, dass wir vegane Aktivisten werden. Das kam tatsächlich dann eben durch gewisse Momente in unserem Leben, die uns dahin gebracht haben, eben genau das zu machen, dahin zu schauen und dann zu realisieren, okay, da ist jetzt Einsatz gefragt. Ja, also das war natürlich auch etwas, wo wir am Anfang gesagt haben, okay, was ist da los? Jede von uns ne, unterschiedlich. Aber wir haben beide dann festgestellt, okay, nur quasi dann auch zu reagieren und zu sagen, ich werde jetzt vegan und ich nutze das nicht mehr, was Steffi vorhin schon gesagt hat, diese Produkte, das hat in dem Moment nicht gereicht. Weil wenn man einmal diese Tragweite von diesem ganzen System versteht und was da wirklich passiert und wie viele Opfer da wirklich drin sind, ja, also diese Tiere, die tagtäglich jetzt gerade jede Sekunde leiden und sterben für unseren Konsum. Wenn man das so wirklich auch mal so fühlt, ja, so wirklich an sich ranlässt, dann hat man, also in unseren Augen, kaum noch eine Chance zu sagen, ich tu nichts dagegen, ich lasse das jetzt. Weil für uns ist das quasi wie die Baseline, ja, wir beteiligen uns jetzt quasi nicht, dass etwas passiert. Wir geben jetzt nichts in Auftrag, wenn wir in dem Moment, wo wir vegan leben, aber wir helfen ja auch nicht dabei, anderen Menschen das auch so zu sehen oder irgendwie das besser zu machen für die Tiere, die in diesem System drinstecken. Und das war genau der Ansatz, wo wir gesagt haben, also das war überhaupt nie eine Frage. Wir sind dann aktiv geworden, beide unabhängig voneinander, haben uns dann darüber auch kennengelernt, weil wir gesagt haben, das geht nicht. Das ist auch dieser Sinn von Verantwortung und Gerechtigkeit, dass wir gesagt haben, wir wollen da eine Veränderung und das muss her. Und wir haben jetzt diese Verantwortung und das treibt uns halt auch immer wieder an. Ja, aus dem Grund sind wir auch wirklich jede freie Minute damit beschäftigt, uns dafür einzusetzen. Und klar, das könnte man von außen betrachtet. Es gibt viele Menschen, die sagen, boah, euer Leben ist aber anstrengend, weil wir natürlich nur unterwegs sind und machen und tun. Aber für uns ist das eben überhaupt keine Frage, ob wir das tun. Also das ist selbstverständlich so. Und es gibt einem natürlich dann auch irgendwo eine Art von Erfüllung, und das ist auch darüber, wo wir dann mit Beautiful Commitment ins Spiel kommen, zu merken, dass wir etwas Sinnhaftes tun, ja, auf der Welt. Dass wir sagen, wir haben eine Aufgabe im Leben, die wir bewältigen wollen. Wir wissen wirklich, wofür wir aufstehen jeden Morgen. Ja, und das ist etwas,
etwas Schönes und dann auch zu wissen, man ist Teil dieser Lösung. Man versucht wirklich einfach sein Allerbestes zu geben, um da eben einen Unterschied zu machen. Ja, sehr. Das ist sehr spannend auch so. Da können wir gleich mal dran anschließen, die Frage, du hast es eben erwähnt, Beautiful Commitment ist ja auch wirklich ein ganz toller Name, finde ich. Was genau ist Beautiful Commitment und seit wann seid ihr so in der Öffentlichkeit unter diesem Label Beautiful Commitment? Also die Initialzündung, die kam 2018 tatsächlich ganz entspannt beim Kaffee und veganen Stück Kuchen. Und wir haben gesagt, wir würden gerne den Aktivismus noch mal ein bisschen anders gestalten, weil du hast es schon richtig gesagt, Susanne, man stellt sich da drunter halt immer vor, man ist auf der Straße mit Transparenten, auf Demos, macht Action und so. Und das gibt es auch ganz viel. Und wir haben das auch ganz viel mit begleitet, auch international. Und das war auch wirklich alles sehr spannend. Und das waren krasse Erfahrungen, die wir da gemacht haben. Und es ist auch gut, dass wir das alles so durchlebt haben, weil wir darauf halt jetzt aufbauen können. Denn wir haben irgendwann gesagt, es muss doch auch anders gehen. Eine Sache, die viele Menschen vergessen, die sich wirklich mit Haut und Haaren, also mit wirklich mit der ganzen Energie einsetzen für die Tiere, ist, dass wir Menschen auch Tiere sind. Mhm. Ja, menschliche Tiere. Und wir haben auch das Bedürfnis danach, ein schönes Leben zu haben, also Unversehrtheit, glücklich zu sein, Glück zu empfinden. Und das Problem, was es einfach gibt, ist, und das ist ja auch so spannend, wie du das jetzt auch so quasi so von außen so beurteilt hast, dass du gesagt hast, das ist bestimmt auch anstrengend und so. Und wenn du diesen Weg gehst, dann ist es halt ganz wichtig, dass du kannst ja diese Verantwortung oder dieses Gerechtigkeitsempfinden nicht einfach von dir abstreifen. Und trotzdem ist es aber so, dass viele Menschen, die sich halt einsetzen, das nicht bis zu Ende durchziehen können. Das ist deshalb so, weil wenn du halt immer nur dich mit Leid konfrontierst und immer in einer negativen Energie bist, wenn du in deiner Wutphase festhängst, komme ich später nochmal drauf, ja, dann ist das nicht nahrhaft für dich und dann macht dich das irgendwann kaputt. Und es gibt halt viele, wir nennen die bei uns in der Szene immer Sternschnuppen, viele Menschen, die sich super krass einsetzen, die hochschießen, hell leuchten, ganz viel machen Energie und dann verpuffen die einfach irgendwann. Und deshalb haben wir gesagt, wir müssen das Ganze nachhaltiger machen. Also Nachhaltigkeit ist ja sowieso so ein Thema, aber auch Nachhaltigkeit beim Aktivismus. Und damit meine ich, wie kann ich dafür sorgen, dass ich das lange mache? Und dazu muss ich einen Weg finden, dass es mir Spaß und Freude bringt. Und wir haben bei uns, also für uns entschieden, eigentlich ist es doch total cool. Du lernst ständig neue Leute kennen, du bist auf der Straße unterwegs, du kommst rum, du besuchst andere Städte, andere Länder. Was du da an Erfahrungsschatz auf einmal sammelst, ja, Menschen helfen sich, also so eine starke Community, ja, da rufst du irgendwo jemanden an und sagst, ich muss nach Frankfurt, kennst du jemanden, wo ich auf der Couch schlafen kann, irgendein Veganer, ja, ruf mal den und den an, kein Problem, dann rufst du an und sagst, hey, ich bin vegan, kann ich bei dir pennen, kein Problem, ja, also das ist ein total schöner Zusammenhalt, der da einfach so ist und das ist einfach etwas so Wunderbares, so was Nahrhaftes und wenn man dann sagt, okay, ich beschäftige mich jetzt mal ganz bewusst mit den Vorteilen des Veganismus. Was macht denn das mit uns zum Thema Zusammenhalt? Aber auch das, was Caro gesagt hat, diese Sinnhaftigkeit. Mhm. Diese Sinnhaftigkeit in einer Aktion, in einer Tätigkeit zu finden. Weshalb gibt es so viele Menschen, die sich Hobbys anschaffen? Ja, weil sie irgendwie einen Ausgleich haben wollen zu ihrer Tätigkeit, die vielleicht nicht so sinnstiftend ist. Ja, oder weil sie irgendwie sich die Zeit schön gestalten wollen. Und was gibt es denn Schöneres, wenn man etwas mit Freude tut, mit Leichtigkeit, mit tollen Menschen, die an meiner Seite stehen und wir dabei richtig Gutes bewirken und du da auch noch dann insgesamt auch noch wächst und dich weiterentwickelst. Das ist so etwas Wunderschönes und deswegen haben wir gesagt, dieses Commitment, diese Verpflichtung, diese Verantwortung, die wir eingegangen sind, ganz bewusst, ist so etwas Wunderschönes. Das kann man nur in die Welt bringen wollen. Und da so ist halt auch der Name entstanden. Und das ist halt eigentlich so eine richtige Philosophie von uns. Also Beautiful Commitment ist eine gelebte Philosophie und eine Lebensweise, die wir einfach so vielen Menschen wie möglich nur auch nur näher bringen wollen. Zum Beispiel auch ein kleiner Spoiler, wir machen am Sonntag jetzt eine ganz tolle Veranstaltung. Das machen wir immer wieder im Jahr, dass wir so tolle Veranstaltungen machen. Und das ist zum Beispiel der Vegan Inspiration Day. Und das ist eine Veranstaltung, das ist ein Event, wo ganz viele spannende Persönlichkeiten zu Wort kommen können, ihre Geschichte erzählen können und sagen können, wie kann ich mich denn einsetzen? Weil Aktivismus bedeutet eigentlich nur, ich setze mich aktiv für etwas ein. Ja. Und das heißt nicht immer, ich muss mit einem Transparent auf der Straße stehen, durch die Gegend reisen oder sowas, sondern jeder kann sich irgendwo einbringen, wo er möchte. Und
diese Menschen zum Beispiel, die haben wir halt eingeladen und man kann dabei sein, auch wenn man noch nicht vegan ist. Also da ist wirklich jeder herzlich willkommen, eben um sich inspirieren zu lassen. Oder die schon vegan sind, wie kann ich mich denn einsetzen? Ja. Es ist so wunderschön. Ich merke das. Du bist auch voller Feuer hier, voller Licht und Feuer. Und ich möchte jetzt mal auf einen Begriff eingehen, den du vorhin erwähnt hast. Du hast ja so vieles jetzt schon gesagt, Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit, oder auch, ich kenne das auch, dieses kurze Feuer, das jemand hat, und dann fällt das irgendwann vielleicht wieder in sich zusammen. Und jetzt, wo du Nachhaltigkeit eben auch mal so reinbringst, was macht ihr eigentlich, wenn jetzt jemand tatsächlich vegan leben möchte, aber die Frage ist, wie bringt das diese Person in ihr Leben hinein? Oder vielleicht hat sie ja auch Widerstände von außen. Also ich erinnere mich damals, ich muss damals sagen, ist schon so lange her, als ich Vegetarierin wurde, da gab es noch keine vegetarischen Restaurants, da gab es noch gar nichts. Und wenn ich dann gesagt habe, ich will aber, was weiß ich, Rührei ohne Speck oder sowas, das war ein Problem für die. Ja. Das war wirklich ein Problem. Und diese Widerstände und dann trotzdem da zu sein. Oder eben, wenn junge Menschen noch zu Hause wohnen und Mutti kocht eben aber anders. Ne? Oder Partner wollen es nicht machen, Kinder, was weiß ich. Ne? Wie unterstützt ihr Menschen, die das in ihr Leben bringen wollen? Ja, du sprichst da genau den richtigen Punkt an, Susanne, weil das ist genau unsere Kernkompetenz quasi. Denn das ist auch etwas, was wir dann gemerkt haben, wenn man vegan wird oder sich entscheidet eben für diesen nachhaltigen Lebensweg, dann ist es oft nicht das Problem, okay, was koche ich jetzt, ja, oder kriege ich wirklich alle Nährstoffe? Das kann man ziemlich schnell klären, da kann man sich ganz viel Hilfe holen. Die Herausforderung, die wir wirklich haben, ist eben genau diese soziale Herausforderung. Genau das, was du gerade beschrieben hast. Ne? Ich habe Angst, dass ich dann anecke. Ich passe nicht mehr in mein Umfeld. Ich muss Diskussionen führen mit anderen Menschen, zu Hause, mit meinen Arbeitskollegen. Ich habe vielleicht nicht mehr den Spaß an den Dingen, den ich früher hatte. Ich kann nicht mehr ins Fußballstadion gehen und einfach eine Currywurst essen, weil ich auf einmal weiß, das mache ich nicht mehr. Ne? Das geht dann gegen meine Werte. Ja. Und genau da setzen wir eben auch an, weil das ist für uns etwas, wo wir eben auch das Thema vegane Persönlichkeit, du hast es vorhin in der Anmoderation gesagt, das ist eben unser Thema, weil wir sagen, in dem Moment, wo man sich dafür entscheidet, so einen Lebensweg zu gehen, ja, so ein Commitment einzugehen, wird man mit all diesen Sachen konfrontiert, mit Gegenwind und mit Menschen, die das eben irgendwie komisch finden, dass man nicht das tut, was alle anderen machen und dass man jetzt irgendwie das Gefühl hat, vielleicht irgendwie, man ist was Besseres oder es gibt ja ganz viele Dinge, die man dann so vorgeworfen bekommt. Ja, man ist unbequem und das macht alles nicht mehr so viel Spaß, nicht mehr so einfach. Und all diese Sachen sind eben Dinge, die aber ja am Ende wirklich nur in unserem Kopf passieren. Und wir haben halt auch ganz gezielt einen Workshop dafür entwickelt. Zum Beispiel das Empower Yourself ist ein Online-Webinar, was wir geben, wo es genau darum geht. Deshalb auch das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Welche Hemmungen habe ich da in meinem Kopf? Ja, was ist es eigentlich, was mich jetzt, warum fällt mir das so schwer? Einfach zu sagen, ja, das ist der Weg. Ich habe das gesehen, ich will das machen. Und genau deshalb tue ich das jetzt auch? Warum lassen wir uns von diesen sozialen Herausforderungen ausbremsen, um loszugehen für etwas, was wir als super wichtig empfinden und wo wir fühlen, das ist eben anders. Und da spielt ja ganz viel mit rein, diese ganzen sozialen Zwänge der Gesellschaft und eben, wie gesagt, diese ganzen eigenen Bedürfnisse, die man hat, diese eigene Entwicklungsgeschichte, die wir alle haben, Traumen, die wir erlebt haben in unserer Vergangenheit. Und genau da setzen wir halt eben an, dass wir da mit den Menschen eben dran arbeiten und sagen so, hier, das sind halt Dinge, das passiert eigentlich nur, weil dies und das erlernt wurde und wie man darüber hinwegkommt und dass man dann wirklich am Ende sagt, ich stehe zu mir, weil was gibt es Schöneres und Gesünderes, als dass man sagt, ich achte auf mich, auf meine Bedürfnisse, dann ist es auch nachhaltig im Sinne von für einen selber, das Thema Self-Care. Also, dass wir da auch sagen, wir wollen natürlich Menschen dazu bringen, auch auf sich selbst zu achten. Denn viele Menschen heutzutage verlieren sich eben in all diesen Dingen und lenken sich dann eben ab durch andere Sachen. Und wenn du aber merkst, so im Kern, was dir eigentlich wichtig ist und du setzt dich dafür ein und du hast dann diesen Willen, auch das durchzuziehen und bleibst bei dir, das ist ja auch etwas, was wir viel mehr brauchen in der Gesellschaft. Ja? Viel mehr Menschen, die wirklich selber einstehen für das, wo sie glauben, dass das richtig ist. Ja, und dazu gehört ja auch eine Menge Selbstvertrauen. Ne? Und das muss vielleicht auch dann erstmal entwickelt werden. Also ich erinnere mich am Anfang gerade, da war das, als ich so Vegetarier wurde, es war einfach nicht üblich.
Jetzt ist es ja fast schon Mode, vegetarisch zu sein. Vegan ist dann noch ein Schritt weiter. Aber damals, da musste ich unzählige Diskussionen um eine Sache führen, die heute ja schon recht normal ist. Also jetzt ist vegetarisch normal und vegan ist noch mal eins drauf, habe ich das Gefühl. So von den Ansichten, die die Leute so in sich tragen. Also jetzt nicht von mir her, sondern das, was ich so wahrnehme auch. Aber auch da, ich habe ja jetzt da bei so einem Event von euch teilgenommen. Das war das Moin Connect Event. Vegan Connect Event, ja. Genau, ja. Und ich fand das total interessant. Ich habe jetzt ja keine Community oder so. Die Menschen wissen, ich bin eben so und so ist das. Aber da war es sehr schön, diese Möglichkeiten sich auszutauschen, diese Möglichkeiten sich vernetzen, wenn man das möchte. Das fand ich total interessant. Ihr habt sicher noch mehr solche Angebote oder wiederholt ihr zum Beispiel dieses Angebot auch? Dann wäre ich da gerne wieder dabei. Ja. Also das Vegan Connect Event, das machen wir wirklich regelmäßig, weil uns das ganz wichtig ist, dass wir die ganzen Kompetenzen, die wir einfach haben im Tierrechtsbereich, im veganen Bereich, einfach miteinander connecten. Und das ist halt so schön, weil also uns geht es wirklich darum, dass jeder einzelne Veganer da draußen, also Menschen, die irgendwie eine gute Vision haben, dass die ihre PS auf die Straße kriegen. Und ganz oft hilft es einfach nur, wenn du die richtigen Leute an deiner Seite hast, ja, oder wenn der jemanden kennt, der wieder jemanden kennt. So, da geht es dann los mit, ich würde gerne YouTube machen. Ah, ich weiß aber gar nicht, wie ich Videos schneide. Irgendjemand wird es wissen aus der Community, ja. Oder irgendjemand sagt, ich brauche eine Designerin für meine Website. So, dann gibt es halt eine vegane Designerin, ja. Auch das ist ja etwas, wo investiere ich meine Energie rein, die dann wiederum wieder in vegane Projekte fließt. Ja, und es geht darum, dass wir innerhalb der Community versuchen, uns gegenseitig einfach zu stärken, dass wir einfach mehr Impact generieren können. Darum geht es einfach. Ja, das Ja, war und sehr diese Events. interessant. Genau, und diese Events, die finden wirklich regelmäßig statt. Also versuchen das immer so roundabout, so alle 6, 8 Wochen oder so mal hinzubekommen. Dann haltet der Vegan Inspiration Day, der jetzt wirklich konkret ansteht. Auch dort haben wir die Möglichkeit, die Leute miteinander zu connecten. Das ist uns auch ganz wichtig, weil viele haben auch Fragen, die aufkommen, dass wir da eine Plattform schaffen. Also wie so eine Art, wie so ein Kongress, musst du dir das vorstellen, wo dann halt diese tollen Leute kommen mit ihren Projekten wiederum. Man kann Fragen stellen und hinterher gibt es halt auch nochmal Breakout-Sessions, wo die Leute sich connecten können. Es wird dann vernünftige Pausenregelung geben, dass man wirklich den ganzen Tag mitnehmen kann, aber wir zeichnen das auch auf. Also für alle, die sagen, oh, hört sich cool an, würde ich gerne mal reinschnuppern, aber ich schaffe es nicht komplett, kein Problem. Also es gibt eine Aufzeichnung hinterher. Ja, das Genau. wäre jetzt zum Beispiel auch eine Frage gewesen. Ne? Macht ihr da zum Beispiel eine Aufzeichnung? Ich kann zum Beispiel nicht da sein. Ja. Aber interessant finde ich es auf jeden Fall, weil ihr habt ja auch sehr unterschiedliche Persönlichkeiten da eingeladen. Ja. Und auch so der Werdegang, da war ja jetzt auch jemand, der Metzger war und jetzt vegan ist. Ich finde das enorm. Also das ist ja eine Ja. Verwandlung, die ist ja enorm. Ne? Ja. Ja, das ist tatsächlich auch natürlich unser Bestreben zu zeigen, wie vielfältig das ist, ja. Und Ja. viele Menschen haben immer noch, wenn sie an Veganer und Veganerinnen denken, so ein bestimmtes Bild im Kopf. Aber das Ja. ist heutzutage nicht mehr so, ja. Also wir sind ja auch, wir haben unsere Jobs in großen Unternehmen und so. Und es gibt so viele Menschen, die in jeder Fasson sozusagen unterwegs sind und vegan leben, ja. Und Ja. genau aus dem Grund haben wir auch diesen Tag, weil auch das Thema Spiritualität wird da angesprochen. Dann haben wir das Thema Business, dann wirklich Thema Aktivismus. Und da sind so viele Themen jetzt eben auch natürlich Essen und Peter, der wirklich vom Metzger zum Tierrechtler geworden ist, haben Ja, wir ich auch ein kann es ganz, kaum glauben. ja, Ja. wir haben auch in unserem Podcast auch eine ganz spannende Episode mit ihm. Also das können wir auch sehr empfehlen, wer da mal reinhören möchte, weil das ist wirklich spannend, seine Geschichte zu hören. Und das ist ein ganz, ganz toller Typ, der jetzt wirklich auch richtig viel bewegt. Sehr inspirierend. Und das ist uns eben so wichtig, auch zu zeigen, der Veganismus hat so viele Gesichter. Ja, also es sind so viele verschiedene Menschen dabei. Und das ist einfach mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft. Und jeder kann das. Also und jeder darf dabei sein und muss dabei sein. Und wir glauben halt ganz fest, dass es auch die Lebensweise der Zukunft ist. Das wird sich sehr, sehr stark verändern. Ja. Ja, ich glaube sowieso, dass insgesamt in vielen Bereichen ein Umdenken stattfinden muss. Auch was das ganze Konsumverhalten angeht. Was ja schon damit anfängt, vorhin habe ich ja auch so Umweltbewusstsein mal angesprochen, wenn einem das klar ist, wie wir auf der Erde leben eigentlich und die Erde ausbeuten und so weiter, dann ist einem auch klar, das kann nicht ewig so gehen. Ja. Das ist einfach so. Und dann stellt man ja auch Fragen. Und ich glaube, es ist egal, auf welche Art man hinkommt. Also
Bei mir war es jetzt eher über das, ich will kein Fleisch mehr essen. Und dann kam eben der andere Bereich, dann kam erstmal gesunde Ernährung und dann kam Umweltbewusstsein, dann kam einfach immer noch was dazu und noch was dazu. Und da leistet ihr ja auch einen ganz fantastischen Beitrag. Da die Leute auch, ich sag mal, ihr infiziert sie vielleicht ein bisschen. Und ich war da auch bei diesem Connect Day, da war ich auch in einer Gruppe drin, da ging es eben auch darum, was hat das gemacht, erstmal überhaupt anzufangen, wie hat sich es dann weiterentwickelt? Also so im Kennenlernen erstmal. Und das ist schon interessant, weil es ist, ich glaube, ihr habt recht, ich glaube, wir müssen insgesamt sehr viel umdenken auch. Das Schöne ist, Susanne, eigentlich, es kann ganz, ganz leicht sein. Du hast so viele Themen angesprochen, ne, die so wichtig sind, um irgendwie diesen Planeten noch zu retten. Und der Veganismus vereint so vieles zusammen. Ja. Es ist das Thema Gesundheit, ne? Also eine pflanzlich vollwertige Ernährung kann halt nicht nur dafür sorgen, dass du immer irgendwie so gesund wie möglich bist, sondern sogar auch dafür sorgen, auch Krankheiten auch rückgängig zu machen tatsächlich so. Ne? Mhm. Also das ist total faszinierend, wer da mal eintauchen möchte. Da gibt es auch ganz viele spannende Kanäle. Du hast einfach den Vorteil, dass du der Umwelt einen riesengroßen Gefallen tust, einfach weil sie so krass entlastet ist. Die Böden, die so komplett überdüngt sind, ja, das ganze Nitrat, was ins Grundwasser geht, weshalb Leute aus Brandenburg wegziehen. Also das ist unfassbar teilweise, was da so abfließt. Sowieso das ganze Thema Tierleid, ja, also für jeden, der ethisch motiviert ist. Dann das Thema Welthunger, ja, Kinder in Afrika. Also wir hören ja auch manchmal so, ja, Tiere, kümmert euch mal um die Kinder in Afrika. Du erreichst so viele Dinge, wenn du dich einfach nur vegan ernährst, ja. Auch was solche Länder angeht, die wirklich, wo es wirklich um Leben und Tod auch geht, ne, mit Essen und Trinken versorgen, also Import, Export, das ist ein riesen Rattenschwanz. Das ist so miteinander verknüpft. Also wer da mal näher eintaucht, der wird das erfassen, wie viele Baustellen du gleichzeitig damit in den Griff bekommst, wenn wir uns als Weltbevölkerung einfach nur pflanzlich ernähren würden. Ja. Ja. Ja, und das ist so spannend, da würde ich super gerne noch ganz kurz was dazu sagen. Du hast gesagt, Vegetarismus ist normal, vegan ist jetzt schon speziell. Für uns ist es natürlich so, wir kennen super viele Veganer und wir merken ja, wie einfach und unkompliziert das auch ist, auch in den ganzen Restaurants und so mittlerweile. Und das ist halt nochmal ganz wichtig, weil ich glaube, hier hören auch vielleicht viele dazu, die zum Beispiel gar kein Fleisch mehr essen. Und das ist super, das ist richtig großartig, damit ist unfassbar viel schon getan. Leider ist es halt so, dass sich vegetarisch zu ernähren nur die halbe Wahrheit ist, weil natürlich auch bei Eiern und bei Milch steckt unfassbar viel Tierleid dahinter und halt auch Tod. Es ist halt immer ein Reproduktionsprozess, weil Milch ist halt Muttermilch von Kühen. Ja, das heißt, die Kälber sind Abfallprodukte, außer sie sind weiblich, dann haben sie das gleiche Schicksal wie die Mutter. Das heißt, die männlichen Kälber müssen entsorgt werden. Das Gleiche gilt halt auch für die Eierproduktion. Ja, die männlichen Küken werden geschreddert. Die Tiere, die nach einem Jahr unproduktiv werden, die gehen in eine Tierfutterfabrik, ja, oder die werden anderweitig entsorgt. Das ist super krass, was da läuft. Und wir machen uns da gar keine Gedanken, weil wir sagen, naja, gut, das Frühstücksei und das bisschen Käse. Aber da hängt halt auch wieder was dran. Und das ist einfach das Ding, wenn man sich einmal damit beschäftigt und eintaucht, dann versteht man, okay, komm, mach's doch einfach vegan. Und es gibt mittlerweile so viele tolle Alternativen, also auch mit dem veganen Käse. Als wir damals eingestiegen sind, haben wir noch gedacht so, holy shit, das kann man ja jetzt, das ist jetzt sehr gut, sehr weit weg von Käse, also das muss man wirklich wollen, aber mittlerweile letztens auch gerade eine Bekannte gehabt, die auch ganz frisch vegan geworden ist und die hat wirklich durch Zufall direkt ins Regal gegriffen, den richtigen Käse rausgezogen für sich und meinte, das ist ja Wahnsinn, der schmeckt ja richtig gut und ich so, puh, ne? Also heutzutage ist es so easy mittlerweile, auch tolle Ersatzprodukte zu bekommen. Es gibt wohl jetzt schon das erste hart gekochte Ei aus der Schweiz, also ist der Wahnsinn, also was die alles machen können, einfach nur durch Pflanzenprotein, ja. Mhm. Das ist halt auch so etwas, es ist ja alles da, ne? Also die arbeiten da ja auch mit Sachen, die einfach völlig natürlich sind. Viele sagen, das ist ja alles künstlich und Chemie. Ein ganzer Apfel ist auch nichts anderes als Chemie. Na, und natürlich ist die vegane Currywurst nicht gesünder als die nicht vegane Currywurst. Also wollen wir auch nicht drüber streiten. Aber wenn es dann unbedingt die Currywurst mal sein muss, dann geht es halt auch super gut pflanzlich mittlerweile. Und ansonsten ist sowieso immer die Idee, pflanzlich vollwertig ist eigentlich das Beste, was du machen kannst. Am besten dann noch natürlich Bio, ne? Das ist das nächste Problem. Ja, wieder, genau. Ne? Und dann nächste, halt, ja. Genau, und dann im Idealfall auch noch regional und dann bist du top dabei. Okay. Saisonal, genau. Alles. Vielleicht werde ich ja noch vegan, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe einfach Fleisch weggelassen. Also ich habe auch keinen Fleischersatz gesucht oder so. Super. Ich habe es einfach weggelassen, so, weil Fleischersatz ist jetzt für mich
keine Notwendigkeit, also nichts Erstrebenswertes, sondern ich wollte es einfach nicht mehr essen, Punkt. So. Ja. Und ja, euer Day, Vegan Inspiration Day, der ist ja jetzt am Wochenende dann auch. Und wir müssen jetzt leider das Interview schon beenden, aber ich finde, das war echt sehr, sehr informativ. Und also ich konnte wieder eure ganze Energie so schön spüren und euer Feuer, das ihr da auch habt. Und ich wünsche euch dafür auch wirklich total viel Erfolg, dass ihr viele, viele Menschen damit erreichen könnt, also noch mehr als bisher. Und für Leute, die sich dafür interessieren, ich werde den Link unter das Video mit reinstellen von Beautiful Commitment. Und dann könnt ihr euch direkt mit den beiden, mit Stefanie und mit Caro, in Verbindung setzen und könnt euch informieren auf deren Homepage. Da findet ihr dann auch die Events und das, was sie machen. Und wirklich, ich wünsche euch, dass ihr ganz, ganz viel Menschen erreicht. Danke. Botschaft. Ja, vielen, vielen Dank. Ganz vielen Dank. Also genau, ansonsten, wer jetzt noch hier zuhört oder zuschaut, also einfach auf die Website gehen, beautifulcommitment.de, da findet ihr wirklich alles, was wir im Angebot haben. Immer wieder reinschauen. Es gibt auch Wartelisten. Also wir machen ja auch wirklich Webinare für alle, die sagen, ich will damit losgehen. Ich brauche aber noch ein bisschen Power, weil ich mit meinem Umfeld am Struggeln bin. Auch da einfach mal gucken bei Empower Yourself. Also da ist der Name Programm. Richtig tolles Live-Webinar. Und wir bieten auch Jahresmentoring-Kurse an. Also für alle, die sagen, ich möchte wirklich was tun. Das Thema liegt mir so oder so. Also da bieten wir dann, sag ich mal, für die, die den nächsten Schritt gehen wollen, auch noch weitere Sachen an. Also einfach mal umgucken. Es ist wirklich eine ganze Menge, was man schon machen kann. Und wir freuen uns einfach, wenn wir helfen können, wenn wir supporten können, wenn wir unser Netzwerk irgendwie nutzen können dafür, anderen Menschen zu helfen. Also auch wenn du jetzt auch denkst, irgendwie so, ja, ich weiß nicht, ist das was für mich, kann ich mitmachen, mach das unbedingt. Auch an alle Zuschauer jetzt hier oder Zuhörer, schreibt uns da einfach persönlich an, ja, schreibt uns eine Nachricht einfach über Instagram oder über eine Mail oder wie auch immer. Also ihr findet alles auf der Website, auch zum Kontakten. Und wir freuen uns einfach, da in Austausch zu gehen und das Ganze einfach nach vorne zu bringen und ja, dir ein richtig cooles, sinnvolles Leben zu gestalten. Ja, super, toll. Ich werde, wie gesagt, den Link auch nochmal unten reinsetzen. Ne? Dann können alle Leute drauf zugreifen, die Perfekt. Das möchten. Super, klasse. Ja. Vielen Dank, Susanne. Danke, dass du auch... Ja, ich danke euch auch, dass ihr euch dafür bereit erklärt habt. Das war wirklich wieder sehr spannend und dynamisch auch. Ja. Okay, danke schön. Ne? Danke.